Ja, hi. Ich möchte mit euch ein bisschen über freie Software sprechen. Wir haben ja bei Jugend Hackt diesen Code of Conduct, den ihr alle kennt. Und in gewisser Weise ist freie Software so ein bisschen was wie ein Code of Conduct für Programmiercode. Und ich finde es eben wichtig, dass man sich eben mal 5 Minuten Zeit nimmt, um zu überlegen, ich entwickle ja gerade ein neues Projekt, wie möchte ich das lizenzieren, wie möchte ich das weitergeben und anderen zur Verfügung stellen. Die erste Frage, die sich dann natürlich stellt, was ist denn jetzt eigentlich freie Software so genau? Also irgendwie, so ein bisschen hat man natürlich davon gehört, aber so in Definition wäre vielleicht ganz cool. Und das Erste, was wir machen, wenn wir irgendwas wissen wollen, ist auf Wikipedia gehen und da mal so einen Gruppenüberblick bekommen. Und Wikipedia sagt zu freier Software, freie Software ist Software, die die Freiheit der Computernutzer irgendwie schützt oder in den Mittelpunkt stellt. Und die andere Definition, die Wikipedia bringt, ist, dass man mit dem Empfang der Software auch die Nutzungsrechte für diese Software erwirbt und quasi damit die Software nutzen kann, wie man eben möchte. Das ist jetzt bei nicht freier Software nicht ganz so, da zahlt man irgendwie einen gewissen Betrag für eine Software, darf die dann zwar nutzen, aber darf sie dann zum Beispiel nicht weitergeben an Dritte, die diese Software auch gerne nutzen möchten, sondern diese Lizenz, die man von einem normalen kommerziellen Hersteller bekommt, ist eben dann nur auf diese eine einzige Person beschränkt in der Regel. Genau, ganz wichtig bei freier Software ist, das Frei, was in freier Software drinsteckt, ist nicht wie ein Freigetränk zu verstehen, sondern also im Sinne von kostenlos, sondern wie in Freiheit. Das heißt, man hat die größtmögliche Freiheit, mit dieser Software zu machen, was man will und sie eben dann weiter zu verbreiten und zu teilen. So ein bisschen auch wie in Redefreiheit. Genau. Bevor wir jetzt weitermachen, würde mich mal interessieren, was nutzt ihr denn so für freie Software? Gibt es da Beispiele? Ja? Also ich verwende Debian als Betriebssystem. Debian, ja? Du hattest noch einen Vorschlag? Okay, Visual Studio Code wahrscheinlich zum Beispiel noch, genau, ist auch interessant. Ja. Open Office, ja. Voll C Player. Ja, waren schon einige dabei. Ich habe mal so ein paar beispielhaft zusammengestellt, was man so wahrscheinlich kennt. Firefox kennen wahrscheinlich alle. Die Software hinter Wikipedia ist auch freie Software. Der ganze Linux-Kernel, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, also bis auf ein paar wenige Treiber, ist freie Software. Und auch so Dinge wie, gerade im letzten Talk hatten wir es über OpenStreetMap, die Software dahinter ist auch frei und für jeden kostenlos nutzbar und für jeden weiterentwickelbar. Aber auch alle möglichen Programmiersprachen, die wir so kennen. Also die Software dazu, genutzt wird, um diese Programmiersprachen auszuführen, ist in fast allen Fällen auch freie Software. Das ist ganz cool und ganz wichtig, dass das mittlerweile so ist. Gibt auch noch so ein paar Ausnahmen, aber das ist wirklich, also irgendwie Swift von Apple war mal nicht freie Software, die haben dann auch gesehen, irgendwie nutzt es keiner, dann lizenzieren wir das doch mal unter einer gescheiten Lizenz. LibreOffice wurde auch schon genannt, beziehungsweise OpenOffice, das ist ja da quasi der Nachfolger, könnte man sagen. Genau, dann warum eigentlich freie Software, was haben wir da für Vorteile davon? Ein großer Vorteil ist irgendwie die Sicherheit von Software. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt irgendwie in dem Beispiel PC-Wahl angucken, das ist ja die Software, die bei den letzten Wahlen eingesetzt wurde und dann auch, wo dann festgestellt wurde, die ist jetzt nicht so wahnsinnig sicher und man hätte theoretisch Wahlergebnisse fälschen können. Und wenn diese Software die ganze Zeit schon frei oder offen und frei gewesen wäre, sodass man in den Programmcode der Software hätte reingucken können, dann wäre es viel früher aufgefallen, dass da irgendwie der Stand der Sicherheit des Programms nicht so wahnsinnig hoch ist und man hätte schon viel früher was tun können. Das war halt hier leider nicht der Fall, deswegen ist es so spät aufgefallen. Ein weiterer Punkt ist die Community-Arbeit, die man hier machen kann. Das heißt, ein paar Leute setzen sich zusammen, bauen irgendwie eine Software. In diesem Beispiel jetzt, ich habe mal einen Screenshot von GNOME, so einem Linux-Desktop reingepackt. Das ist natürlich Software, die wir irgendwie als Community alle nutzen und auch alle weiterentwickeln. Wenn jemand eine coole Idee hat, wie man irgendwas besser bauen kann, als es bisher ist, baut er diese Verbesserung ein und teilt sie dann eben mit der kompletten Community. Und dritter Punkt, was wir aktuell sehen, ist, viel Software wird auch von der öffentlichen Verwaltung geschrieben oder finanziert zumindest. Das heißt, irgendwie der Staat kauft eben von Steuergeldern irgendwie Software ein oder stellt Programmierer ein, die eben diese Software schreiben. Und irgendwie wäre es ja dann ganz cool, wenn wir die Software als Gesellschaft finanzieren, dass wir dann auch als Gesellschaft wieder die Möglichkeit haben, diese Software zu nutzen und weiterzuentwickeln und für Zwecke zu verwenden, für die sie vielleicht nicht gedacht war oder auch ein bisschen kreativ damit umzugehen. Genau, und wenn man so sich freie Software anguckt, dann gibt es ganz bekannte vier Softwarefreiheiten. Die wurden mal von Richard Stallman
ja, ins Leben gerufen oder irgendwie zusammengefasst. Richard Stallman ist quasi so der Begründer der freien Softwarebewegung. Das ist derjenige, der das GNU-Projekt angefangen hat. Also dieses, man kennt das von GNU/Linux. Er hat auch die GNU-Lizenz geschrieben, zu der wir später nochmal kommen. Und genau, der hat eben einmal 4 Softwarefreiheiten definiert. Die erste Freiheit, so als Kriterium für freie Software, ist, dass man das Programm ausführen darf und es dann zu jedem Zweck, zu dem man gerne möchte, auch verwenden darf. Die zweite Freiheit ist, dass man die Funktionsweise des Programms verstehen darf oder verstehen können muss und dann eben auch sich angucken muss, wie funktioniert das und es dann eventuell auch anpassen können muss. Und hier, bei dieser Freiheit ist es eben ganz wichtig, das funktioniert eben nur, wenn man eben auch nicht nur das Programm an sich hat, sondern auch den Programmcode dazu, also irgendwie einen Quellcode, der eben also nicht nur maschinenlesbar ist, sondern auch lesbar ist für Menschen. Dann die zweite Softwarefreiheit ist eben, dass man diese Programme nicht nur selbst nutzen kann, sondern man kann sie auch verbreiten, man kann sie verteilen und eben damit anderen Mitmenschen helfen, die eben solche Software brauchen oder eben Software, die man geschrieben hat, direkt immer von Nutzer zu Nutzer weiter zu verbreiten. Genau, und die dritte Softwarefreiheit ist eben, dass man diese Software, die man sich vorher angeguckt hat und mittlerweile verstanden hat, auch verbessern darf und dann Verbesserungen an diesem Programm auch weiterhin noch weitergeben darf, ohne dass sich die Lizenz irgendwie dadurch irgendwie ändern würde. So, damit kommen wir auch zu den Lizenzen. Ich habe hier mal so eine kleine Übersicht zusammengestellt, was es denn für Lizenzen gibt. Einmal so ein bisschen auf der Nicht-Software-Seite, wenn man jetzt irgendwie Kunst hat oder Musikbilder, all sowas hat, dann bietet sich oftmals die Creative Commons Lizenz an. Streng genommen ist es nicht eine einzelne Lizenz, sondern gibt es noch verschiedene Abstufungen. Da kann man dann irgendwie entscheiden, möchte man irgendwie die Software für kommerzielle Nutzung, Bilder für kommerzielle Nutzung freigeben oder nur für nicht kommerzielle, oder möchte man Veränderungen dieser Bilder weiter verteilen oder weiter unter der Lizenz verbreiten dürfen. Da gibt es ganz, ganz coole Auswahlkriterien, kann man sich einfach angucken auf deren Webseite. Und wenn man jetzt Dokumentation schreibt, falls tatsächlich mal dazu kommen sollte, dann gibt es auch noch eine schöne Lizenz, zum Beispiel die GNU Free Document, die Documentation License, die eben speziell auf die Bedürfnisse von Dokumentation zugeschnitten ist. Und auf der anderen Seite haben wir eben natürlich ganz klar, ganz klassisch die Softwarelizenzen. Da gibt es 2 Kategorien, einmal die sogenannten freizügigen Lizenzen, die so ein bisschen dem Empfänger der Software mehr Freiheiten garantieren, also mehr Freiheiten zusprechen, und sogenannte Copyleft-Lizenzen. Und diese Copyleft-Lizenzen haben die schöne Eigenschaft, dass sie eben sagen, naja, wenn du die Software bekommst, dann bist du auch in der Pflicht, diese Software weiterhin unter der gleichen Lizenz zu verteilen und damit die Freiheiten des Entwicklers oder der Community weiter in die Welt zu tragen. Genau, so ein paar bekannte Beispiele, was man vielleicht schon mal irgendwo gehört hat, ist die MIT-License, die BSD-License. Da muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten von, dass man da die richtige oder die aktuelle erwischt. Und Apache-License kennt man vielleicht von dem Apache-Webserver. Und es gibt auch so ganz kuriose Lizenzen, wie zum Beispiel die WTFPL, das ist die What the Fuck Public License. Die sagt halt irgendwie, mach was du willst, ist mir egal. Genau, auf der Copyleft-Seite sind ganz bekannt die GNU-Lizenzen. Oder auch die Affero GNU-Lizenz, die sagt dann noch ein bisschen was über die Ausführung auf Servern aus. Ist ein bisschen spezieller. Und sogar die EU ist irgendwann mal hingegangen, hat eine Software-Lizenz definiert, die eben den EU-Richtlinien für Softwarevergabe entsprechen soll. Und dabei ist dann die EU-Public-License rausgekommen. Ja, kleines Quiz. Wir gucken uns mal die MIT-License an. Das war eine von den, auf der linken Seite, von den etwas für den Nutzer oder für den Empfänger der Software mit etwas freizügigeren Lizenzen. Wer ist denn der Meinung, dass die kostenlose Nutzung von dem Code, den man da bekommt, mit der MIT-License möglich ist? Kleine Umfrage. Ja, wer ist dagegen? Boah, das war jetzt überwiegend positiv mit ein paar Enthaltungen. Und klar, also wenn man Software bekommt und die unter MIT-License lizenziert ist, darf man die erstmal nutzen. So, wie sieht es mit kommerzieller Nutzung aus, wenn jetzt eine Firma diese Software nutzen will? Ist das auch noch erlaubt? Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Das ist wieder eindeutig.
alle sind dafür. Klar, auch kommerzielle Nutzung ist nicht ausgeschlossen. So, darf man die Software verändern? Ja, das ist auch überwiegend positiv. Darf man sie weiterverbreiten? Das ist auch überwiegend positiv. So, darf man die Software verkaufen? Wer ist dafür? Ja, wer ist dagegen? Okay, das ist so halb-halb, würde ich sagen. Und hier ist es so, man darf die Software verkaufen. Wie beim letzten Punkt ist ein kleiner Stern dran, kommen wir gleich dazu, was das bedeutet. Gibt nämlich noch eine kleine Einschränkung. Und jetzt die Frage, darf man die Software ohne Quellcode weiterverbreiten? Also darf man sie irgendwie die Software nehmen, dann ein Programm draus bauen und das dann weiterverbreiten, ohne den Quellcode mitzuliefern? Wer sagt da, dass es erlaubt? Ja. Und wer sagt da, dass es verboten? Ja, irgendwie die meisten sind sich irgendwie unsicher. Tatsächlich ist es erlaubt, aber jetzt kommen wir zu diesem Stern. Die Lizenz muss dabei liegen. Das heißt, man darf die Software ohne Quellcode weitergeben, man muss aber kenntlich machen, dass irgendwie mal vorher diese Lizenz angewendet wurde. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der Empfänger dann zwar irgendwie eine fertige Software hat, aber sie nicht verstehen kann, weil eben der Quellcode fehlt. Aber trotzdem, solange die Lizenz beiliegt, kann man die Software weiterhin nutzen. Dann, bei den Copyleft-Lizenzen ist ganz bekannt die GPL-Lizenz. Gleichen Fragen, wer denkt, dass man die Software kostenfrei nutzen kann? Das ist die Mehrheit, würde ich sagen. Kommerzielle Nutzung? Wer ist dagegen? Ja, das ist immer noch die Mehrheit, also für dafür. Software verändern? Ich würde sagen, das ist auch die Mehrheit. Weiterverbreiten? Wer ist gegen Weiterverbreiten? Nö, alle dafür. Ist auch richtig, auch hier fängt wieder der Stern an. Software verkaufen? Ja, wer denkt, man darf sie nicht verkaufen? Okay, so halb-halb würde ich sagen, aber man darf sie verkaufen, auch das ist mit der GPL sogar möglich. Software ohne Quellcode weiterverbreiten. Wer sagt da, dass es erlaubt? Keiner, das ist cool, denn genau das ist nicht möglich bei der GPL. Und bei den Punkten davor sehen wir auch gleich, das geht natürlich auch wieder nur unter der gleichen Lizenz, das heißt, man darf nicht einfach irgendwie eine andere Lizenz wählen. Und man muss die Änderungen am Quellcode sichtbar machen. Das ist noch eine schöne Eigenschaft von dieser Software. Das heißt, wenn man Software von irgendeinem Anbieter nimmt oder irgendjemandem, der Code geschrieben hat, sie dann weiterverbreitet, wäre es ganz nett, wenn man auch zeigt, was man geändert hat, um eben Verbesserungen am Code sichtbar zu machen. Und was auch ganz interessant ist, Lizenz- und Copyright-Hinweis müssen natürlich auch wieder beiliegen und natürlich auch der Quellcode. Das haben wir ja gerade gesehen, ohne Quellcode weiterverbreiten geht gar nicht bei der GPL. Hat natürlich für den Entwickler von Software Vorteile, wenn wir jetzt irgendwie eine Community sind, die Software schreibt, dann können wir eben sagen, naja, ihr könnt die Software gerne nutzen, aber wenn ihr Verbesserungen an dieser Software implementiert, dann hätten wir die gerne auch wieder, um sie eben für unsere Community weiter zu nutzen. Das ist eine ganz schöne Eigenschaft davon. Genau, wenn ihr da ein bisschen Infos noch haben wollt, welche Software jetzt genau für euer Projekt nehmen wollt, hier haben wir schon so ein paar gesehen, hier ist es nochmal schön zusammengefasst auf chooseolicense.com. Das ist so eine Seite, die ist von GitHub mal entworfen worden. Das ist nochmal zu einer ganzen Reihe von Softwarelizenzen noch ein paar mehr als die, die jetzt hier auftauchen. Genau beschrieben, welche Rechte sie eben einem einräumen und welche Pflichten da auch mitkommen. Genau. Ansonsten wünsche ich Happy Hacking, wenn keine Fragen mehr sind. Fragen sind noch? Ja, gerne. Ja? Nein, das ist so ein bisschen so eine Sache. Also es gab bisher weniger Fälle, wo solche Lizenzen irgendwie versucht wurden, aktiv anzufechten in Deutschland selbst. Es ist aber so, bei den meisten Lizenzen kann man davon ausgehen, dass das auch in Deutschland zumindest die Intention verstanden wird und dann auch Bestand haben wird. Also gerade so die EU Public License zum Beispiel, das wäre jetzt so, wenn man auf wirklich nur mal sicher gehen will, die ist auch in allen möglichen Sprachen von EU-Ländern verfasst, um sie dann nochmal in Deutschland rechtskräftig zu unterstützen. Ja. Ja. Bei der GPL selbst reicht es eigentlich, wenn dieser Lizenzhinweis mit der Software irgendwie dazukommt. Also wenn man jetzt irgendwie den Quellcode mitverbreitet, dann muss halt irgendwo im Quellcode drinstehen, hier folgende Lizenz, und die Lizenz muss auch beigelegt werden. Und Software ohne Quellcode verbreiten darf man ja mit der GPL sowieso nicht. Also insofern. Nee, das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Also bei der AGPL ist es so, das ist die quasi die Variante für irgendwie Code, der auf Servern läuft.
Man könnte ja irgendwie jetzt sagen, naja, ich bin ganz geschickt und nehme irgendwie GPL-Software, lasse die auf meinem Server laufen mache da eben Verbesserungen irgendwie in der Software und gebe die dann nicht oder teile die dann nicht wieder mit der Community. Und genau für solche Fälle ist die RGPL gedacht, dass man eben dann eben verspricht, dass derjenige, die Software eben auf dem Server installiert und da nutzt, auch die Änderungen an die Community weitergeben muss, ohne, also auch wenn er sie dann normalerweise nicht weiterverbreiten würde. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und ja, wünsche viel Erfolg bei der Lizenzwahl.